Wir haben noch ein ganz besonderes Highlight in diesem Stream, und zwar ein Gespräch mit dem Co-Regisseur Jim Lebrecht der Netflix-Dokumentation Crip Camp. Jim Lebrecht, seines Zeichens, ist ein US-amerikanischer Filmemacher und Sounddesigner und ein bekannter Aktivist der US-amerikanischen Behindertenrechtsbewegung. Er hat zusammen mit der ebenfalls Regisseurin Nicole Newnham die Dokumentation Crip Camp gesehen. Ich lege euch allen, die hier zuschauen, diesen Film sehr nahe. Ihr könnt auch den Trailer und sogar den ganzen Film, leider auf Englisch, auf YouTube kostenlos gucken oder auf Netflix auch auf Deutsch. Wir schauen uns jetzt das Gespräch mit Jim Lebrecht an. It's a big, big honor to have Jim Lebrecht here. Es ist eine große Freude, Jim Lebrecht hier dabei zu haben. Du kommst gerade von den Academy Awards und wir waren hier in Deutschland auch sehr aufgeregt. Bist du enttäuscht, dass du nicht gewonnen hast, oder denkst du auch, dass es so eine Art Ehre war, wenigstens nominiert zu sein? Welches Gefühl ist für dich das Wichtigste? Well, first off, thank you for having me here, and let me describe myself. Als erstes vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich werde mich kurz beschreiben. Ich bin ein älterer, weißer Mann mit weißen Haaren und einer schwarzen, rechteckigen Brille. Ich habe einen weißen Bart, ich habe ein graues Hemd an und hinter mir ist eine rote Wand mit verschiedenen Plakaten. Ich bin in Oakland, Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Dass der Film Crip Camp für den Oscar nominiert wurde, war unglaublich. Ich habe bei dem Film Regie geführt, zusammen mit der wunderbaren Filmemacherin Nicole Newnham. Wir beide haben den Film gemeinsam mit meiner Frau Sarah Boulder produziert, die mit uns zusammenarbeiten wollte und einen super Job als Produzentin gemacht hat. Wir waren alle bei der Oscar-Preisverleihung und wegen den Covid-Beschränkungen durften wir nur einen Gast mitnehmen. Wir haben Judy Newman mitgenommen. Wie man in Crip Camp sehen kann, ist sie eine große Aktivistin. Sie hatte dieses unglaubliche Kleid an. Außerdem war unsere Impact-Producerin Andrea Lavant dabei, die für die Behindertenrechtsbewegung hier in den USA aktiv ist. Auch sie trug ein wunderbares Kleid und hatte ihren Assistenzhund dabei, Goji. Und selbst Goji war wie ein Star angezogen. Alle waren begeistert. Wir wurden sogar auf der BBC-Liste der am besten gekleideten Gäste aufgeführt. Es war toll. Aber ich glaube, dass zum ersten Mal auf dem roten Teppich drei Rollstuhlfahrer und ein Assistenzhund waren. Das ist erstaunlich. Das Presseecho auf der ganzen Welt war wirklich großartig. Um deine Frage zu beantworten, Raoul, wie fühlt sich das an? Ich glaube, jeder möchte eine solche Auszeichnung gewinnen. Das ist eine große Ehre. Aber der Film Mein Lehrer, der Krake, hatte schon zuvor sehr viele Preise gewonnen. Und da dachten wir uns schon, dass die auch den Oscar bekommen werden. Das war dann keine große Überraschung. Aber ich muss euch sagen, dass für Nicole und mich das schon so in Ordnung ist. Wir haben ein paar Tage zuvor den Independent Spirit Award gewonnen. Das war eine große Ehre. Und damit hatten wir nicht gerechnet. Und wir wissen, dass wir mit unserem Film und der Arbeit von Andrea eine große Wirkung erreicht haben. Man spricht über den Crip Camp-Effekt in Hollywood. Die Leute sehen, dass der Film authentisch ist und unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung entstanden ist. Wir bekommen zwar von Netflix keine Einschaltquoten, aber der Film zieht ein großes Publikum an. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass Behinderung ein Teil der Diversitätsinklusion ist. Und wir stellen fest, dass Arbeitgeber viel offener dafür werden, Menschen mit Behinderung auch in Hollywood zu beschäftigen. Das macht uns sehr glücklich. Das war eines der ersten Dinge, über die ich gestolpert bin, als ich den Film gesehen habe. Ihr hattet keinen Offsprecher. Alle behinderten Menschen wurden einfach gezeigt, wie sie sind. Und das war etwas Schönes zu sehen, denn oft haben wir diese andere Gewohnheit, dass behinderte Menschen übersetzt werden,
auch wenn es gar nicht notwendig ist. Trotzdem, auch wenn du den Oscar nicht gewonnen hast, Crip Camp ist ein riesiger Erfolg. Also es ist für mich wirklich interessant zu wissen, welche Bedeutung der Film für behinderte Menschen hat, die in Amerika leben. Also habt ihr das Gefühl, dass sich etwas verändert hat? Außer, dass die Leute den Film gesehen haben und vielleicht eine neue Sensibilisierung für irgendetwas haben. Aber hat der Film auch eine wirkliche Auswirkung im realen Leben gehabt? Nicole und ich haben uns vorgenommen, das Bild von Behinderung zu verändern. Wir wollen, dass unser Film Diskussionen auslöst und eine Veränderung herbeiführt. Wir wissen, dass das jetzt passiert. Wir hören Menschen sagen, ich fühle mich zum ersten Mal stolz. Sie sehen sich zum ersten Mal auf der Leinwand. Eine Person hat zu mir gesagt, ich fühle mich zum ersten Mal erkennbar. Das hat mich zu Tränen gerührt. Eine Schauspielerin, die ich kenne, hat Arthritis in den Fingern. Und sie sagte zu mir, ich werde meine Hände auf der Bühne nicht mehr in den Ärmeln verstecken. Was wollen wir denn alle? Wir alle wollen ein selbstbestimmtes Leben führen, wo wir nicht das Gefühl haben, wir müssten uns im Schrank verstecken. Wir witzeln immer rum und sagen, wenn die Zuschauer am Ende des Films mit Jim ein Bier trinken wollen, dann haben wir etwas erreicht. Wir hatten mal eine Testvorführung und ein Zuschauer sagte zu mir, ich kannte bis jetzt kaum Menschen mit Behinderung. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, seid ihr einfach meine Kumpels, meine Brüder. Das war wirklich wunderbar. Dieses Camp ist jetzt fast 50 Jahre her. Was mich wirklich beeindruckt hat, war die Freude, der Spaß und die Motivation, die die Menschen dort hatten. Wie können wir diese Motivation für die jüngere Generation von Menschen mit Behinderung in den USA oder in Deutschland oder weltweit wieder erzeugen? Oder ist das überhaupt nötig? Brauchen wir eine neue Motivation oder sind wir motiviert genug? Ich glaube, im Camp Janet fühlten sich die Leute zum ersten Mal in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und wir hatten zum ersten Mal Unterstützung von Peer-Beratern, die selber eine Behinderung hatten. Die waren echte Vorbilder, auch wenn sie langhaarige Hippies waren. Bei den meisten Dokumentarfilmen will man nicht nur den Film machen, sondern auch Begleitmaterial liefern. Für Social Media und so weiter. Also haben wir Leute befragt, welche Auswirkungen sie von dem Film erwarten. Und die Antwort war relativ klar. Gebt uns eine Gelegenheit, Teil der Gemeinschaft zu sein. Viele Menschen haben für den Film online geworben oder eigene Facebook-Gruppen gebildet. Und so haben auch wir letztes Jahr begonnen, ein virtuelles Camp zu bilden. Wir dachten, wir könnten vielleicht so 500 Leute zusammenbringen. Aber nach 16 Wochen hatten wir 10.000 Teilnehmer aus 50 verschiedenen Ländern. Das ist unglaublich. Das war wirklich spektakulär. Aber wenn du dich zurückerinnerst an dieses Camp, in dem ihr wart, warst du dir dieses historischen Moments bewusst? Oder wurde er erst im Nachhinein zu einem historischen Moment? Das kam erst später. 1971, als der Film beginnt. Ja. Gut, eigentlich beginnt er mit mir, als ich klein war. Deine Geburt war historisch. Ja, well, it was a miracle. Ja, die Geburt war ein Wunder. Aber 1971 war eine Zeit großer politischer Veränderungen. Die Bewegung gegen den Vietnamkrieg, verschiedene Befreiungsbewegungen und die Bürgerrechtsbewegung von Afroamerikanern und für Schwulenrechte. Wir im Camp haben über unsere Situation gesprochen. Dass ich im Camp dabei war und dort Judy getroffen habe, hat mich richtig politisiert. Sie hatte gerade ein Gerichtsverfahren gewonnen, um eine Anstellung als Lehrerin zu bekommen. Das wird im Film auch gezeigt. Sie hatte ihre Ausbildung abgeschlossen, aber konnte keine Stelle kriegen. Das hat uns die Augen geöffnet. Wir können uns wehren. Wir müssen uns nicht mit den Krümeln zufrieden geben, die uns übrig gelassen werden. Für mich war es mit 15 Jahren sehr motivierend und für andere auch. Es war beeindruckend,
dass es diese Verbindung zwischen dem Camp und der politischen Bewegung gab. Ich habe für Nicole bei ihren früheren Dokumentarfilmen als Sounddesigner gearbeitet. Wir wurden gute Freunde und ich habe ihr dann von der Idee zu dem Film erzählt. Davon gab es schon historisches Material. Sie war absolut begeistert und schlug vor, dass wir zusammen Regie führen. Und so ergab sich eine unglaubliche Zusammenarbeit voller Vertrauen und gegenseitigem Zuhören. Wir hatten ein Riesenglück. Wir hätten nie damit gerechnet, auf Netflix zu kommen oder Präsident Obama und seine Frau als Produzenten gewinnen zu können. Die beiden hatten gerade die Produktionsgesellschaft Higher Ground gegründet. Wir kontaktierten Priya Swaminathan, die dort arbeitete. Sie sah unseren Trailer und war hin und weg. Sie reiste aus Los Angeles an und schaute sich das ganze Schwarz-Weiß-Material an. Nachdem sie gegangen war, hat sie 15 Minuten später noch einmal angerufen. Sie sagte, die Obamas und ich wollen mit euch zusammenarbeiten. Wir wollen unsere Ärmel hochkrempeln und als Partner dabei sein. Von da an wussten wir, dass der Film Beachtung finden wird. Es ist ein Zeitgeist. Absolut. Was für eine unglaubliche Message. Wir sind clevere Menschen. Wir wissen, wie man etwas auf die Beine stellt. Und nicht zuletzt sind wir sexy und gut drauf. Das hat viele Vorurteile über den Haufen geworfen. Ja, es ist verrückt, was für einen Einfluss dieser Film hatte und immer noch hat, sogar hier in Deutschland. Ich weiß, dass wir für viele Menschen in Deutschland nicht so viele Vorbilder mit Behinderung in den Medien und sogar im täglichen Leben haben. Also es ist wirklich wichtig, nicht nur für behinderte Menschen, aber besonders für sie, solche Vorbilder zu haben, zu denen sie aufschauen können. Aber was mich auch wirklich interessiert ist, wenn wir uns den politischen Kontext der Bewegung damals anschauen und auch jetzt die Debatten, die wir in Amerika haben, aber vor allem hier in Deutschland. Wir sind an einem Punkt, an dem wir immer noch dafür kämpfen müssen, dass zum Beispiel Barrierefreiheit in unserer Wirtschaft oder im täglichen Leben eine Voraussetzung ist, weil wir so etwas wie ein ADA nicht haben. Wir haben es Deutschland einfach noch nicht. Meine Frage an dich ist also, jahrelang war Amerika für uns ein Vorbild in Sachen Barrierefreiheit. Ist das immer noch so? Wo stehst du in dieser Debatte? Bist du der Meinung, dass Amerika ein Vorbild in Sachen Barrierefreiheit ist? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, wir sind ein Vorbild. Ich habe nicht so einen historischen Überblick, aber ich denke, wir sind ein Vorbild, was Barrierefreiheit und den Schutz von Bürgerrechten angeht. Ich halte das nicht für selbstverständlich. Aber selbst bei den Oscars gab es jetzt zum ersten Mal eine Rampe, sodass es uns möglich gewesen wäre, selbstständig auf die Bühne zu kommen, wenn wir gewonnen hätten, anstatt dass jemand herunterkommt und uns den Preis überreicht. Wir hatten das im Vorfeld mit der Academy diskutiert und denen gesagt, das ist ganz einfach. Die Menschen mit Mobilitätseinschränkungen müssen den gleichen Weg nehmen können wie alle anderen auch. Und die haben uns wirklich zugehört und das umgesetzt. Aber ich schweife ab. Ich glaube schon, dass wir auf vielen Feldern ein Vorbild sind. Aber kein Gesetz ist perfekt. Und es gibt auch viele Menschen in diesem Land, die denken, der Staat solle sich nirgends einmischen und auch keine Steuern erheben. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, um die Gesellschaft besser zu machen. Denn es macht mehr Sinn, Menschen zu unterstützen, damit sie Jobs kriegen und Steuern zahlen können, als sie in Pflegeheimen wegzusperren. Sie sehen uns als Menschen, die auf Wohltätigkeit angewiesen sind. Wir können nicht erwarten, dass sie Gebäude umbauen, nur weil wir ihnen Leid tun. Wir sind wichtige Mitglieder der Gesellschaft, die ausgeschlossen wurden. Ein Teil, der auch den anderen etwas geben kann. Das ist keine Einbahnstraße, sondern ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir sind eine der Farben im Regenbogen des Lebens. Innerhalb der Gemeinschaft der behinderten Menschen, wen vergessen wir da? Zum Beispiel gibt es eine Menge Menschen mit verschiedenen Behinderungen und wir sehen eine Menge Rollstuhlfahrerinnen, manchmal sehen wir blinde Menschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir innerhalb der Bewegung eine Menge von ihnen vergessen.
Das Spektrum der Menschen mit Behinderungen ist sehr breit. Aber wir müssen auch Menschen beachten, die neurodivers sind. Menschen, die unter das Autismus-Spektrum fallen. Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen wie Diabetes oder psychischen Problemen sind auch ein Teil unserer Familie. Aber auch Menschen mit Lernbehinderungen oder mit Down-Syndrom. Wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen. Behinderung geht durch alle Gesellschaftsschichten. Aber wir müssen uns um die anderen kümmern. Wenn Gewalt gegenüber einer Gruppe ausgeübt wird, müssen wir uns organisieren und auf die Straße gehen. Wir, Menschen mit sichtbaren Behinderungen, setzen ein politisches Statement, wenn wir nur einen Raum betreten, wenn wir uns zeigen. Also macht es so wie ich. Auch ich habe meinen Rollstuhl blitzeblank geputzt für die Oscarverleihung. Geht raus und werdet sichtbar. Power washed my wheelchair for the Oscars. And get out there as best you can. Weißt du, bevor wir anfingen mit dir zu sprechen, hatten wir das Skript mit den Fragen und eine der ersten Fragen war am Anfang: Fühlst du dich mehr als Aktivist oder als Filmemacher? Aber ich habe das Gefühl, dass du das mittlerweile schon ein bisschen beantwortet hast. Aber was ich gerade herausgefunden habe, ist, dass du dich so sehr mit der Frage der Kultur von behinderten Menschen beschäftigst. Und ich denke, es ist wirklich wichtig für dich zu zeigen, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir unsere eigene Kultur und Gemeinschaft haben. Das ist etwas, von dem ich glaube, dass es uns in Deutschland manchmal fehlt, weil wir uns die ganze Zeit umschauen müssen, wer uns unterstützen kann, welche anderen Gruppen es gibt, die wir um Solidarität bitten können oder wohin wir gehen können. Aber du hast es auf den Punkt gebracht und gesagt, wir sind schon überall, aber vielleicht müssen wir uns mehr zeigen, dass wir in all diesen verschiedenen Gruppen sind. Also meine letzte Frage von mir an dich ist, wie wichtig ist es, dieses Bewusstsein über die Behindertenkultur, die Behindertengemeinschaft zu haben, sich selbst bewusst zu sein, wer wir sind? We all have a common experience. Wir Menschen mit Behinderungen haben alle die gleichen Erfahrungen gemacht. Wir haben Diskriminierung erfahren und Zurückweisung. Darauf bezogen, wie unsere Körper von einer mythischen Norm abweichen. Es gibt keine Norm. Menschen ohne Behinderung sagen von sich, sie seien normal. Aber ich glaube, etwa ein Viertel der Menschen auf der Welt hat irgendeine Art von Behinderung. Also können Sie mir nicht sagen, dass Sie normal sind, aber ich nicht. Behinderung ist ein natürlicher Teil des Lebens. Früher wurde uns beigebracht, uns zu schämen. Aber so bin ich nun mal geboren. Manche Nichtbehinderte wundern sich, wieso ich stolz auf meine Behinderung bin. Aber ich bin verdammt stolz darauf. Schaut nur die wunderbaren Menschen an, die ich kenne. Sie sind Künstler, Buchhalter, Lehrer. Sie machen die unterschiedlichsten Dinge. Und das, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die nicht für uns gebaut wurde. Und ich bin stolz auf alle diejenigen Brüder und Schwestern, die in Einrichtungen weggesperrt werden, nur weil die Gesellschaft ihr Leben nicht wertschätzt. Und das macht mich zum Kämpfer. Ja, ich bin ein Aktivist. Ich bin ein Filmemacher und Künstler. Und ich werde alles, was ich über mich weiß, immer einbringen. Ich werde demnächst an vielen gescripteten Projekten arbeiten. Und mein Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen im Fernsehen und Film sichtbar zu machen. Und sie sind nicht dort wegen der Story und ihrer Behinderung, sondern schlichtweg, weil sie Teil der Gesellschaft sind. Wir müssen ihre Behinderung nicht ignorieren. Aber sie ist einfach nicht der Grund, weshalb sie in der Show mitspielen. Und hört auf, nicht behinderte Schauspieler für eine Rolle einer Person mit Behinderung einzusetzen. Ihr stiehlt unsere Geschichten. Ihr findet keine Schauspieler mit Behinderung? Dann ist das ein Zeichen, behinderten Menschen die gleichen Ausbildungschancen zu geben, die auch andere Minderheiten bekommen. Und das gilt nicht nur für die Unterhaltungsbranche. Das gilt für die Technologiebranche und andere Felder, auf denen wir mehr als geeignet und sehr motiviert sind. Ich weiß nicht, wie es in eurem Land ist, aber hier zeigt sich, dass Menschen mit Behinderungen produktiver sind und auch weniger kosten, weil sie länger als andere in einem Job bleiben.
Und so geht es nicht um Moral. Es geht darum, kluge Dinge zu tun, von denen wir alle profitieren, nicht nur Menschen mit Behinderung. Doing things that are actually smart and benefits everybody, not just people with disabilities. Es war mir ein unglaubliches Vergnügen, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und an unsere lieben Zuschauer, dass ihr dabei wart. Bitte schaut euch Crip Camp an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich kann gar nicht glauben, warum oder wie ihr ihn jetzt noch nicht gesehen haben könntet, aber bitte schaut euch diesen Film an. Und nutzt das Material, das bereits auf der Website des Crip Camp verfügbar ist, unter cripcamp.com. Das ist wirklich erstaunlich und leicht in andere Sprachen übersetzbar. Nutzt es einfach. Danke. Thank you very much. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, dabei zu sein. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Protestaktion und ich werde sie von hier aus mitverfolgen. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Das hoffe ich auch. Tschüss.